Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Corona war eigentlich nie ganz weg. Jetzt sieht man es auch in den Abwasserkontrollen, dass auch in Österreich das passiert, was von den USA bis in sämtlichen Ländern Europas derzeit der Fall ist. Diese neuen Flirt-Varianten von Corona sind im Steigen. Woran das liegt, was man am besten dagegen machen sollte, das möchte ich jetzt Dorothee von Lahr, die bekannte Virologin der Uniklinik Innsbruck, fragen. Und damit schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Professor, es haben, sage ich dazu, Ärzte in Frankreich, in Spanien, in den USA jetzt schon seit ein paar Wochen gewarnt, dass diese neuen Flirt-Varianten seien die bislang ansteckendsten. Deckt sich das mit dem, was Sie hier beobachten? Ja, also wenn eine Variante häufiger wird im Vergleich zu den anderen Varianten, muss man davon ausgehen, dass sie ansteckender ist. Und diese Variantenfamilie, muss man ja schon sagen, diese Flirt-Varianten, die steigen momentan an. Und man weiß allerdings noch nicht, welche dieser verschiedenen Varianten am Ende dann übernimmt. Aber diese Gruppe von Varianten wird jetzt immer häufiger, das heißt, sie ist ansteckender. Und das sieht man auch schon im Abwassermonitoring, ist das richtig? Ja, diese Variante hat einen höheren Anteil jetzt im Abwassermonitoring als noch vor ein paar Wochen. Und also der Anteil steigt und man muss davon ausgehen, dass eine dieser Varianten irgendwann das Geschehen übernimmt. Was man in den letzten Wochen, also seit Juni, gemerkt hat, waren auch auffallend viele Krankenstände für Juni, weil im Spätherbst oder Winter sind diese Zahlen üblich. Könnte das daran liegen und haben wir da überhaupt einen Überblick? Nein, also die Abwasserwerte für Corona steigen jetzt erst seit ein, zwei Wochen. Also die Mitte Juni ist das sicherlich nicht damit zu erklären. Also aber jetzt könnte natürlich eine kleinere Sommerwelle kommen. Was ja derzeit der Fall ist, ist, dass sehr, sehr wenige Menschen sich testen lassen, weil eigentlich Corona für viele vorbei ist. Sollten sich die Menschen testen lassen oder selber testen und vor allem, wie sollten sie reagieren, wenn sie Symptome haben? Also der junge, gesunde Mensch kann also dann einfach sich wie bei jeder Grippe oder schweren Erkältung am besten zu Hause ins Bett legen, nicht unter Leute gehen oder Maske tragen, um andere zu schützen, und das reicht dann schon. Wenn man aber Risikofaktoren hat, das heißt also älter ist, Diabetes, starkes Übergewicht, Asthma etc., dann sollte man auf jeden Fall sich zuverlässig testen lassen, also zum Arzt gehen und eine PCR machen lassen, denn dann muss man ganz rasch behandelt werden. Die Therapien sollten möglichst in den ersten 2 Tagen beginnen, damit sie voll wirksam sind. Jetzt sagen viele Betroffene der Risikogruppe, da kriege ich auch immer wieder Mails, dass es für sie schwer sei, zu Tests zu kommen. Wie machen die das dann? Ja, wie gesagt, die Antigen-Tests kann man, glaube ich, in der Apotheke noch kaufen, aber die haben eben eine nicht so hohe Sensitivität. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass sie bei den neueren Varianten etwas schlechter sind. Die PCR ist immer noch der Goldstandard und Risikopersonen sollen auf jeden Fall zum Arzt gehen und der lässt dann den Test machen. Jetzt haben zum Beispiel die Gesundheitsbehörde in den USA haben durchaus in jenen Bundesstaaten, wo diese Variante wieder stark ist, zum Beispiel in Kalifornien, angeraten, in Räumen, die schlecht durchlüftet sind und mit vielen Menschen sind, wieder Masken zu tragen. Würden Sie das auch empfehlen? Ja, also
Natürlich, also insbesondere wenn man Symptome hat, sollte man auf jeden Fall eine Maske tragen in Innenräumen. Und Risikopersonen ist das auch dringend anzuraten. Natürlich wäre es das Sicherste, wenn alle Menschen in Innenräumen Masken tragen, also sagen wir mal in einer überfüllten U-Bahn oder Bus oder Tram. Da ist natürlich ein hohes Ansteckungsrisiko. Aber ich denke, das scheint sich in unserer Kultur nicht durchgesetzt zu haben. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr schwierig, das allgemein durchzusetzen. Aber Risikopersonen in der U-Bahn, ich persönlich finde es keine Schande, wenn sie eine Maske anhaben. Absolut. Wie schaut es denn mit dem Schutz aus bei diesen neuen Stämmen von dieser Flirt-Variante bezüglich Vorinfektionen oder der Impfung? Ja, diese Flirt-Varianten umgehen die Antikörperantwort wieder etwas besser als die vorherigen. Man muss aber immer bedenken, dass wir ja zwei Waffen im Immunsystem haben. Die Antikörper verhindern, dass wir überhaupt infiziert werden. Und die sogenannten Killerzellen, die T-Zellen, die räumen die infizierten Zellen im Körper ab. Diese T-Zellen, die verhindern, dass wir schwer krank werden, dass wir ins Krankenhaus auf Intensivstation müssen. Und diese T-Zellen, die sind gegen alle neuen Varianten noch aktiv. Da gibt es keine immunologische Flucht. Die gibt es nur für die Antikörper. Das ist auch der Grund, warum man sich zwar mit den neuen Varianten ansteckt, aber als immunologisch gesunder nicht schwer krank wird. Also natürlich fühlt man sich manchmal schwer krank, aber nicht so schwer krank, dass man ins Krankenhaus müsste oder auf Intensivstation gar. Sie haben gesagt, es könnte eine kleine Sommerwelle geben. Was erwarten Sie für den Herbst? Also wenn wieder mehr Menschen in Innenräumen sind, wenn die Schulen losgehen, wenn die Reisezeit vorbei ist, wo viele hin und her gereist sind, was kommt da auf uns zu? Also wir hatten bisher ja in jedem Herbst, Winter eine Welle, die mal früher und mal später einsetzte mit diesen neuen Flirt-Varianten, die jetzt am Ansteigen sind, könnte es eher früher sein, diesen Herbst mit der Welle. Sommerwellen sind ja ein bisschen eingebremst. Die Schulen sind zu, es ist Ferienzeit. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht so voll. Also ich denke, sehr hohe Sommerwellen sind sehr unwahrscheinlich. Wir haben 22 eine Sommerwelle gehabt, aber 2021 und 23 gab es keine Sommerwelle. Also im Sommer ist es einfach nicht so ein hohes Risiko. Man ist draußen, wie gesagt, die Schulen sind geschlossen. Das sind alles Bedingungen, die für das Virus nicht gut sind. Und auch bei den Open-Air-Festivals, man muss sich ja nicht ständig mit allen möglichen Leuten in den Arm liegen, aber es ist ja an der frischen Luft und da ist die Ansteckung sowieso deutlich geringer als in Veranstaltungen im Winter im Innenräumen. Und was erwarten Sie für Herbst, Winter? Ja, da erwarte ich natürlich wieder eine Corona-Welle mit einer der Flirt-Varianten, die, wie gesagt, vielleicht schon September, Oktober dann losgeht, wenn alle aus dem Urlaub wieder da sind. Jetzt werden ja gerade die Impfstoffe angepasst. Wird es im Herbst einen Impfstoff geben, der dann vor den Flirt-Varianten schützt? Genau, also es gibt zwei Impfstoffe momentan in der Pipeline. Einmal dieses JN1, was also sehr nah an dem Flirt ist. Also von denen stammen diese Flirt-Varianten ab. Und es gibt auch einen mit einem Flirt-Virus, gibt es auch einen Impfstoff in der Schublade sozusagen. Welcher nun genau in Europa im September kommt, ist noch unklar, aber es kommt ein angepasster Impfstoff im September für Europa. Die CDC, also die US-Gesundheitsbehörde, hat die Impfstoffhersteller schon gebeten, auf die neuesten Varianten der Flirt-Familie, also KP2 und KP3, den Impfstoff anzupassen, weil sie der Meinung sind, dass dieser erste nicht sehr wirksam sei. Kann es sein, dass Europa da den falschen Impfstoff bestellt hat? Also auch Europa kann noch umsteigen, denke ich. Die Produktion ist noch nicht angelaufen. Und zwischen dem JN1 und diesem Flirt-Variant ist der Abstand nicht so groß wie der Abstand zu dem Virus ist, was jetzt in den Impfstoffen steckt. Also JN1 ist schon deutlich näher daran, aber es ist immer noch ein leichter Immune Escape, immunologische Flucht von JN1 zu Flirt. Aber die ist deutlich weniger, also es ist schon ein deutlicher Fortschritt, mit JN1 zu impfen.
Also genau weiß man ja auch noch nicht, welche der Flirt-Varianten, die auch noch wieder untereinander ein bisschen unterschiedlich sind, sich nun durchsetzt. Also das ist keine einfache Entscheidung. Jetzt wissen Sie, dass gerade in Österreich, aber auch in Teilen Deutschlands, ist die Impfskepsis sehr, sehr groß. Wer sollte sich im Herbst wirklich impfen lassen? Ja, ich empfehle es, wie gesagt, oder eigentlich auch die Impfkommission empfehlen es ja, dass dringend sich Menschen mit einem Risiko noch mal vor dem Winter, also am besten im September mit dem neuen Impfstoff dann impfen lassen, damit sie im Winter gefeit sind. Gesunde, junge Menschen, wir haben fast alle eine gute Immunität schon durch Impfungen, Infektionen. Fast alle haben ja beides schon hinter sich. Da ist man recht gut gefeit. Man kann, wenn man die Impfung bisher auch gut vertragen hat, sich durchaus auch als gesunder Mensch im September noch mal impfen lassen. Wer sagt, ich habe keine Lust, dann im Winter schon wieder 2 Wochen im Bett zu liegen, ist auch durchaus gut. Aber dringend empfohlen wird es natürlich für die Risikopersonen. Und Menschen, die sich jetzt anstecken, wann sollten die sich impfen lassen? Ja, man sagt ja immer so 6 Monate hält die Immunität. Also wer jetzt zu den wenigen gehört, die schon die neuen Flirt-Varianten haben, die sind sicherlich für die nächsten 6 Monate gut gefeit. Gut, Frau Professor, dann warten wir ab, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Vielen Dank für das Interview. Bitte schön, sehr gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.